jetzt begrüße ich den Franz Fuchsberger von der Verkabler und dann schalte ich wieder zurück. Grüß dich, Franz. Ja? Ja. Also, wenn wir jetzt schon den, wenn wir schon den Franz Fuchsberger jetzt nochmal da antreffen von den Verkabler, da gibt es eine klasse Aktion. Ihr wisst ja, ein paar Videos habt ihr euch sicher schon angeschaut. Es geht um die Bäume, wo es 800.000 Jahre umgebracht worden sind, damit man Oberleitungskabel macht, was selber repariert werden muss, statt der Erdkabel. Aber am besten gibt es jetzt etwas zum Gedenken anlässlich dessen und ich glaube, da wird der Franz Fuchsberger einen ganz einen tollen Tipp geben, wo du noch mal hinschauen kannst demnächst. Grüß dich, Franz. Ja, ihr habt jetzt eine klasse Aktion auf dem Nocksturm, gell? Demnächst. Ja. Genau, am 10. September um 10 Uhr, den Samstag, werden wir eine Bergmesse machen und im Rahmen dieser Bergmesse weihen wir einen Bildstock ein. Einen Bildstock, den wir ein paar Wochen vorher an der Nocksteinspitze errichten und der einerseits eine Erinnerung an das Zusammenstehen so vieler mit Verkabeln erinnern soll und an den Zusammenhalt und die positive Energie für eine gute Sache, die zwar nicht in unserem Sinne ausgegangen ist, aber das ist die Erinnerung. Und gleichzeitiges Mahnmal für die Auswüchse einer völlig zukunftsvergessenen und verantwortungslosen Politik, ja. Insbesondere die Landespolitik. Es ist natürlich auch eine bundespolitische Sache, aber die Landespolitik, deren Aufgabe es ja laut Eigendefinition ist, die Landesinteressen gegenüber Bundesinteressen zu wahren, aber völlig versagt hat, ja. Indem sie eben einer technisch viel besseren Lösung, einem Erdkabel, gegen die, was das Interesse der Bevölkerung gewesen wäre, aber dagegen votiert hat und eben die Elektroindustrie oder die Elektrokonzerne wie Salzburg AG und Verbund AG unterstützt hat mit der Freileitung. Die wollten unbedingt die Freileitung haben, aus verschiedenen Gründen. Mit der müssen wir jetzt unseren Frieden machen, da können wir nichts mehr dagegen machen. Die sind ja schon errichtet, die Masten sind wir schon überall stehen, teilweise sogar schon beseilt. Aber dieser Bildstock, um zurückzukommen auf unsere Aktion am 7. September, soll erinnern an dieses Versagen. Und wir werden das einweihen und es wird am Nockstein oben stehen und einerseits erinnern und mahnen. Gerade ein paar hundert Meter unter mir wird dann die schiere Leitung da vorbeigehen. Und hinterher werden wir natürlich dann gemeinsam uns beim Wiggelwirt im Gasgarten versammeln, wo es dann ein Frühschoppen gibt und bei gegrilltem und Bier. Geht's so zünftig zu? Natürlich, und dann werden wir natürlich auch das ganze Projekt nachbesprechen und über die Verantwortlichkeit sprechen. Und das ist, glaube ich, insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass wir das tun, dass eben in einem halben Jahr Landtagswahlen stattfinden. Ja. Und man weiß ja, dass der Wähler vergesslich ist. Und es ist uns ein Anliegen, dass wir das nicht vergessen. Es soll niemand vergessen, wer zuletzt in der Landesregierung gesessen ist, nämlich die ÖVP, die Grünen insbesondere, und die es noch hätten herumreißen können, die uns hätten unterstützen können, das aber verlassen haben. Herr Franz, das geht ja nicht, die Grünen wollen ja wieder die Kohlekraftwerke anschachern, weil wir ja das böse Putin-Gas nicht gebrauchen können. Ja. Das hast du noch nicht ganz begriffen, glaube ich, angeblich, was Neues Grün ist. Angeblich werden es die Windräder immer ein Stück stören, wenn der Wind aus Osten kommt, weil man auch den russischen Wind nicht mehr annimmt. Na, Spaß beiseite. Ja, das ist schon zu ernst. Es sind leider sehr viele negative Sachen, insbesondere wir wissen, wie sehr wir Energie sparen müssen. Unsere Ministerin richtet uns aus zum Energiesparen, dass wir den Deckel auf den Kochtopf drauf tun sollen, weil wir dann weniger Energie brauchen. Aber dass die Freileitungen um 70% mehr Energieübertragungsverluste haben als Erdkabel, da redet niemand drüber.
Und da reden wir aber von ganz anderen Quantitäten, also Energiemengen, die wir einfach zur Anwärmung der Luft entlang der Trassen verwenden. Da reden wir, wenn wir die österreichischen Netzverluste gesamtheitlich nehmen, von zweistelligen Milliardenbeträgen über den Strompreis gerechnet, die wir da verbraten. Da müssen wir ansetzen. Und natürlich ist es sinnvoll, dass wir einen Deckel auf den Kochtopf drauf tun, aber nochmal, wenn wir Energie sparen wollen, dann sollte man eigentlich mit Hausverstand vorgehen und modernen Lösungen, was den Stromtransport anbelangt, den Vorzug geben und nicht auf die veralteten Freileitungen setzen und gleichzeitig sagen, aber da hat so einen Kochdeckel auf den Topf drauf, damit wir Energie sparen. Das ist einfach nur lächerlich. Die Ressourcen sparen wäre ja auch mal angebracht im Winter, wenn dann wieder mal so ein Kabel reißt. Das kann ja bei einem Erdkabel auch wieder nicht passieren, gell? Das ist ja auch schwierig an manchen Stellen, sowas wieder instand zu bringen. Gerade wenn man es in den Berg hochzieht. Genau. Also Lawinen, Murenabgänge, Windereignisse. Wir haben ja gerade Anfang des Jahres gesehen, wie nicht einmal ein Windereignis, es war eine kleine Windböe, die an der unbeseilten Masten am Heibergrücken auf der Eugendorfer Hallwanger Seite umgerissen hat und eingeknickt hat. Ja. Dabei sind die noch gar nicht einmal beseilt. Dann ist ursprünglich argumentiert worden, weil sie noch nicht beseilt sein, kann das passieren. Wenn man mit Experten spricht, dann weiß man, dass die Beseilung eine massive Belastung der Masten ist. Also der wäre mit den Seilen noch viel früher geknickt. Ja. Also, ja, Erdkabel sind auch sicherer, wenn es um Versorgung und Sicherheit geht. Aber um was es denen wirklich geht, das ist ein bisschen zweifelhaft und undurchsichtig. Das ist ein Lobbyismus, da geht es um Geschäftemacherei, oder? Ja, genau. Genau, also wir haben ja festgestellt, dass die Stromverluste, die Übertragungsverluste leider Gottes ein großes Geschäftsmodell sind. Also wir haben einen im System inbegriffenen Fehler vorliegen, der so ausschaut, dass die Stromkonzerne, die APG, aber eben auch Verbund und die Landesenergieversorger von den Leitungsverlusten profitieren. Wie geht das? Wir reden da ja, wie gesagt, von Milliardenbeträgen, die man durch insbesondere im Höchstspannungssegment an den Freileitungen verlieren. Das sind enorme Energiemengen, die wir da verlieren. Und wenn man es in Geld umsetzt, große Beträge. Und diese Verluste müssen an den internationalen Strombörsen wiederbeschafft werden. Aha. Das ist auch ein politischer Auftrag an die APG. Die müssen 80% der österreichischen Netzverluste an den internationalen Strombörsen wiederbeschaffen. Und dann wird das natürlich in der APG mit einem Aufschlag beaufschlagt, also mit einer gewissen Marge beaufschlagt. Das kann nicht so sein wie beim börsennotierten Unternehmen. Also die APG wird ja von der E-Control reguliert, aber sie haben 6, irgendwas Prozent an interner Eigenkapitalrendite zugestanden bekommen und das wird natürlich nur beaufschlagt. Das heißt, wir reden von zweistelligen Milliardenbeträgen, die mit 6, irgendwas beaufschlagt werden und dann an uns Stromkonsumenten über die Netzgebühren weiterverrechnet werden. Das heißt, je größer die Verluste, umso größer dieser Umsatz und dieser Gewinn, der aus diesem Titel resultiert. Im Grunde genommen haben wir ein verstecktes Abgabensystem, das abhängig ist von unserem Energiekonsum. Und mit dem Energiekonsum haben wir natürlich auch steigende Netzverluste. Aha. Und das gehört gehindert. Ja. Das traut sich keiner sagen, aber so lässt sich es auch erklären, wie zum Beispiel im Jahr 2020, wo wir ja weniger Strom braucht haben, deutlich weniger als die Jahre davor, Corona-bedingt. Aber trotzdem die Energieversorger alle Rekordgewinne verbucht haben. Ja, wie geht das? Natürlich über die Netzgebühren. Und insofern haben wir ein Fucked-up-System, das wirklich reformiert gehört, und zwar von dem Grunde nach. Und das ist eigentlich das erweiterte Thema, was dieses Freileitung versus Erdkabel-Thema anbelangt. Das ist der Grund, warum wir nicht interessiert sind, auf Erdkabel zu gehen, weil im Starkstromsegment, im Höchstspannungssegment, also 110 kV aufwärts, die größten Energiemengen übertragen, aber auch über Leitungsverluste verloren werden. Und damit das um 70% einbricht, dieses sogenannte Geschäft. Nur nochmal, es ist ein höchst
wenn Sie doch die Grünen und die ÖVP auch immer als so korrekte und ethisch korrekt agierende Parteien betrachten, ist es doch wirklich unethisch, wenn wir in Zeiten, wo wir alle wissen, dass wir Energie sparen müssen, wo es irgendwo geht, das billigende Kauf nimmt, nicht nur billigende Kauf, sondern sogar unterstützt. Und uns, wo wir uns eigentlich für ein System eingesetzt haben, wo wir massiv an Energie gespart hätten, abstinken lässt. Und weiterhin diese Freileitung im Bau dann im Enstal, sehen wir gerade das Gleiche, da wird eine 220 kV-Leitung nach 70 Jahren abgebaut und anstatt sie als moderne Erdkabellösung zu realisieren, waren es noch größere 10 Meter höhere Masten hin mit nur mehr Leiterseilen eine ertüchtigte 220 kV-Leitung durchs Enstal. Sie wären nicht gescheiter und das ist einfach leider sehr frustrierend. Ja, da müssen wir noch lange einen Atem haben. Sagen wir mal, unser Nachwuchs, vielleicht begreift es der irgendwann einmal, dass man da auch wirklich mit ein bisschen mehr Leitergeigen einsteht. Es liegt ja immer nur daran, dass man einfach zu wenig Mitstreiter hat im Grunde. Gell? Unser Nachwuchs wäre es eigentlich zu vergönnen, dass sie sich gar nicht mit diesen Leitungsthematiken da herumschlagen und auseinandersetzen müssen. Aber leider haben wir es bis jetzt zumindest nicht. Können wir mal gleich mal anregen vielleicht. Vielleicht wird es ja besser. Und zur Gedenktafel gibt es noch eine Messe dazu, gell? Genau, also wir haben dieser Bildstock wird eingeweiht im Rahmen einer Bergmesse. Die beginnt am Samstag, 10. September um 10 Uhr an der Nocksteinspitze. Wir hoffen auf gutes Wetter. Wenn sich abzeichnet, dass wir schlechtes Wetter haben, werden wir kurzfristig informieren und verschieben. Und weihen diesen Bildstock ein. Eine Erinnerung an die positiven Momente, die wir bei Verkabeln gehabt haben. Gleichzeitig Mahnmal an die Auswüchse einer entarteten Politik. Und anschließend werden wir es uns beim Riedelwert im Gasgarten cool gemütlich machen, ja, und nochmal die Genese dieses Projektes besprechen und auch über die Verantwortlichkeit sprechen. Also, es zahlt sich aus, wenn ihr euch in Verteiler eintragt, dann wisst ihr immer genau, was los ist bei den Verkabler, gell? Auch eben wichtig, weil es schlecht Wetter ist, dass wisst, wo und wann es eben dann verschoben wird. Franz, ich bedanke mich für dein Interview. Hättest du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, was man eigentlich für das Testwerk zusammenschneiden muss. Nein. Es war hochinteressant. Und das sollte sich einmal jeder zu Gemüte führen, um was da wirklich geht und was, wie wichtig das halt ist. Ich bedanke mich recht herzlich, habe mich gefreut, dass ich dich heute wieder getroffen habe. Danke, ja, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin dahergekommen, weil der Musiker, der ist ein guter Freund von uns. Okay. Ja. Schon der Tisch. Ja, ganz genau. Ja, die Rockabilly-Manier ist halt mit uns allen im Blut und ja, da sind wir dann auch da. Gerissen wir den Abend. Ja. Also somit, freut mich, dass ihr dabei wart. Wir werden uns später wieder zuschalten und bis dahin werden wir jetzt noch ein kleines Bierchen genießen, gell? Ja, so sieht aus. Ah.